Willkommen zur Vorstellung des neuen BMI 350 TL3, dritte Generation, in dem Fall ACTC, Gleichstrom-Wechselstromanlage. Und ich möchte Ihnen jetzt einmal die Inbetriebnahme erklären. Wir beginnen mit dem Hauptschalter auf der Rückseite, schalten das Gerät ein. Es beginnt ein Hochlauf und wir können die Basisparameter mal einstellen für das Schweißen. In diesem Fall ist die Anlage ausgestattet mit zwei elektronischen Gasregelungen und zusätzlich zwei Regelungen über Flowmeter. Also eine Anlage, die für vier Gase ausgelegt ist. Eine spezielle Anlage, die eben für automatisierte Anwendungen hier zusammengestellt wurde. Die Anlage kann in verschiedenen Modes betrieben werden, um eben hier Einstellungen vornehmen zu können. Beginnen wir einmal den Notaus wegzuquittieren. Wir haben jetzt den Hauptbildschirm mit den einzelnen Funktionen, die wählbar sind. Ich gehe auf User 3, um mehr Einstellungen vornehmen zu können. Login. Die Login können geändert werden, also man kann individuell entsprechend hier seine Passwörter hinterlegen. So, wir sind jetzt im Hauptscreen und womit ich als erster beginne, ist der Modus. Hier gibt es die Möglichkeit, entweder hier drauf zu drücken oder hier. Die Bedienung ist übrigens natürlich auch mit Handschuhen möglich. Schweißer haben eben beim Schweißen die Schutzhandschuhe an und die Bedienung sowohl mit Handschuhen als auch ohne Handschuhe möglich. Ich werde also jetzt nur zu Beginn auch zeigen, dass es so funktioniert. Wir haben also jetzt einmal die Möglichkeit vorzuwählen, in welchem Mode wir arbeiten. Wir haben also hier verschiedene Modes als fix vorprogrammiert, vom WIG-Schweißen über Punktschweißen, über Plasmaschweißen, Stichlochschweißen, Punktschweißen mit Draht, WIG-Schweißen mit Draht und so weiter, die verschiedenen Modes. Und ich möchte als erstes einmal mit dem Plasma-Pulverschweißen hier beginnen. Ich gehe also auf Plasma-Pulverschweißen, ich kann dann vorwählen, ob ich hier mit Hochfrequenz den Hauptlichtpunkt zünden möchte oder ohne. Auch das schalte ich hier ein. Und ich habe die Vorwahl des Brenners. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, verschiedene Leistungsstufen, Brenner abgestuft in Ampere, einzustellen. Den Brenner, den ich heute verwenden möchte, ist der BP280. Der kann maximal 250 Ampere und dementsprechend gehe ich hier auf 250, damit es gewährleistet, dass ich nicht über diesen maximalen Leistungsbereich drüber gehen kann. Ich kann dann noch vorwählen, ob ich im Zweitakt-Viertakt-Bereich bin. Hier möchte ich gerne im Viertakt-Bereich bleiben und ich kann auch noch die Funktionen der Brenner-Taste hier vorwählen. So, gehen wir jetzt wieder zurück. Ich habe jetzt verschiedene Einstellungen noch vornehmen, nämlich einmal den Hauptstrom. Ich kann vorwählen, ob ich von extern arbeite oder intern. Extern wäre zum Beispiel mit dieser Fernbedienung. Hier kann man also entsprechend dann den Strom, den Hauptstrom vorwählen. Ich bin also jetzt auf extern und Sie sehen, wenn ich hier am Potentiometer am Fernregler drehe, dann kann ich hier auch eben entsprechend meinen Hauptstrom verstellen. Das ist recht praktisch, wenn man etwas weiter entfernt von der Anlage arbeitet, dass man also jetzt nicht immer zur Anlage hingehen muss und die Einstellungen vornehmen muss, sondern man kann eben hier am Arbeitsplatz den Fernregler positionieren und dann die Einstellungen vornehmen. Als weiteres gehe ich jetzt einmal von den Parametern der Reihe nach durch, wo ich arbeiten möchte oder in welchem Bereich ich arbeiten möchte. Ich habe also hier eben eine Anlage, mit der ich Gleichstrom und Wechselstrom schweißen kann. Fürs Plasma-Pulver-Schweißen arbeite ich hier jetzt dann mit Gleichstrom. Das heißt, ich gehe hier auf den Button und kann eben jetzt wieder vorwählen, in welchem Bereich ich eben hier bleibe. Es gäbe dann auch noch die Möglichkeit Pulsschweißen, das werden wir aber in einer fortgeschrittenen Weise dann später einmal machen. Als nächstes wähle ich hier direkt an die Möglichkeit der Gase. Ich habe also jetzt einmal als erstes Gas oder Gas 0, das Plasmagas. Hier habe ich die Möglichkeit, eine Vorströmzeit einzustellen.
Ich habe die Möglichkeit, den Gasfluss einzustellen, wenn der Lichtbogen nicht übertragen ist, also rein der Pilotlichtbogen brennt, und dann den Gasfluss einzustellen, wenn der Lichtbogen übertragen ist. Ich gehe da jetzt auf 1,5 Liter, quittieren, fertig. Nachströmzeit, Gasnachströmzeit, solange die Elektrode noch glühend ist, dass sie entsprechend gekühlt wird und auch zusätzlich eben noch Schutzgas vorhanden ist, damit es zu keiner Oxidation kommt. Plasmagas 1 ist in dem Fall dann das Schutzgas, auch hier kurze Vorströmzeit, den Gasfluss mit 10 Liter für diesen Brenner eingestellt, 5 Liter Gasnachströmzeit, damit man den Endkrater ebenfalls noch schützen kann. Und nachdem ich hier mit Plasmapulver arbeite, brauche ich auch das dritte Gas, und beim dritten Gas kann ich auch wieder Vorlaufzeit einstellen und eine Gasnachströmzeit hier einstellen. Und wenn ich jetzt auf Gastest gehe, kann ich auch meine Einstellung hier kontrollieren. Das heißt, ich kann über das Flowmeter entsprechend hier meinen Durchfluss verstellen. So, das sind einmal soweit die Gaseinstellungen. In dem Fall habe ich kein viertes Gas, brauche also keine Einstellung vornehmen. Ich stelle als nächstes den Pulverförderer ein. Beim Pulverförderer gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Ich kann zum Beispiel gekoppelt fahren, das heißt mit steigendem Strom oder mit steigender Energie mehr Pulver oder weniger Pulver zuführen. Beziehungsweise, wenn ich jetzt das Koppeln weglasse, kann ich eben hier meine Pulvermenge einstellen. Auch hier kann ich auf intern oder extern gehen. In dem Fall auch praktisch, dass ich eben von der Bedienung aus wieder hier über den Fernregler dann eben meine Pulvermenge verstellen kann. Das heißt, ich habe hier dann die Möglichkeit vom Arbeitsplatz aus zu regulieren, ob ich mehr oder weniger Pulver benötige. Es gibt hier die Möglichkeit beim Pulver auch eine Verzögerung einzustellen, beziehungsweise auch die Möglichkeit, dass man beim Pulver etwas wartet, dass zuerst der Hauptstrom startet und erst dann der Pulverförderer zu drehen beginnt. Man kann aber auch so einstellen auf sensiblen Grundmaterialien, dass also das Pulver vorher kommt, bevor der Hauptlichtbogen gezündet wird. Ich werde hier auf 0 gehen, also dass gleichzeitig mit dem Lichtbogen auch der Pulverförderer startet. Ja, das waren dann im Prinzip einmal soweit die wichtigsten Einstellungen Gas, in dem Fall der Pulverförderer, die Pulvermenge, die man eben von vorne regulieren kann. Als nächstes schaue ich mir die Parameter für den Pilotlichtbogen an, für den Hilfslichtbogen. Und hier habe ich wieder die Möglichkeit, einen Pilotpuls zu geben, also damit einmal der Pilotlichtbogen sicher gestartet wird, und eben den Pilotstrom einzustellen für diesen Brenner, der doch ein bisschen kräftiger ist, gehen mit 20 Ampere, um eben die Wolframnadel entsprechend über den Pilotlichtbogen gut vorwärmen zu können. Ja, das sind schon die nächsten Parameter, die damit erledigt sind. Dann zuletzt gehe ich noch auf die Kühlung. Ich habe hier verschiedene Möglichkeiten der Einstellung. Einerseits kann ich einmal das System entlüften, das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, ohne eine Abschaltung des Durchflusses eine Zeitsteuerung zu aktivieren und damit die Pumpe laufen zu lassen. Sie hören jetzt schon die Pumpe im Hintergrund. Es ist 10 Sekunden eingestellt. Wir sehen einen Durchfluss von 1,1 Liter. Und eine Umgebungstemperatur, Kühlmitteltemperatur im Moment von 23 Grad Celsius. Das entspricht also hier der Umgebungstemperatur, die wir hier im Moment haben. Erst jetzt würde ich dann, sobald ich den Pilotlichtbogen mit dieser Einstellung, sobald ich den Pilotlichtbogen starte, würde die Pumpe eingeschaltet werden. Ohne Pumpe funktioniert der Pilotlichtbogen nicht, in dem Fall eben so gestellt. Ich kann es aber auch umgekehrt, wenn ich automatisierte Anwendungen habe, zum Beispiel die Pumpe einschalten, und damit beginnt automatisch auch der Pilotlichtbogen. Ja, das waren jetzt einmal die Grundeinstellungen. Ich gehe jetzt ins Hauptmenü zurück und starte jetzt meinen Pilotlichtbogen. Zuvor muss ich aber noch den richtigen Brenner draufgeben. Ich habe jetzt vorher mit einem anderen Brenner gearbeitet, gehe jetzt zurück auf den Pulverbrenner. Das ist relativ
einfach geschehen. Die Gase werden über Schnellkupplungen gelöst. Wir haben einen Bajonettanschluss, wo wir also losdrehen und herausdrehen. Dann haben wir den HF-Stecker. Wir haben den Steuerstecker, mit dem also die Tastenbetätigung weitergeleitet wird. Und wir haben Kühlervorlauf, Kühlerrücklauf, entsprechend die Kühlleitungen. Und in umgekehrter Reihenfolge schließen wir jetzt den Pulververbrenner an. Das heißt wieder Bajonett. Dann den Pilotstecker, Pilotstrom. Die Gase sind an den Brennerenden bezeichnet. Gas 0 ist das Plasmagas, eben auf Gas 0. Verwechslungssicher. Dann Gas 1. Dann haben wir den Steuerstecker. Und wieder Kühlervorlauf, Kühlerrücklauf. So, und das Gerät ist wieder betriebsbereit. Ich gehe jetzt noch einmal auf den Kühler, um eben hier zu entlüften, dass also die Luft aus dem Brennersystem rausgeht. Und jetzt ist die Anlage wieder betriebsbereit. Wir haben also jetzt 71 Ampere eingestellt. Von der Pulvermenge sind wir auf 26% der maximal Fördermenge mit diesem Förderrad. Und mit diesem Prozess werde ich jetzt einmal beginnen. Ich starte den Pilotlichtbogen, nehme den Brenner. Wir haben also hier einen Plasma-Pulverbrenner, der für händische Anwendungen erster Wille entwickelt ist. Der kann bis zu 280 Ampere, ist also ein recht kräftiger Brenner von der Funktion her. Und ich werde jetzt als erstes einmal den Pilotlichtbogen starten. Den Pilotlichtbogen beim Start natürlich immer den Brenner vom Körper weghalten. Das ist jetzt der Pilotlichtbogen, der dazu dient, das Gas elektrisch leitend einmal zu machen, zu dissozieren, ionisieren. Und mit diesem Pilotlichtbogen, wenn ich jetzt mein Werkstück kontaktiere und den Hauptstrom überlagere, kann ich bereits zu schmeißen beginnen. Der Hauptstromstart ist dann eben über die Brennertaste, theoretisch auch möglich über den Fernregler. Man kann also hier, wenn man einen automatisierten Brenner hat, auf einer Vorrichtung eingespannt, auch mit dem Fernregler den Hauptstrom starten, das Plasma starten. Ja, das waren einmal so die wichtigsten Einstellungen, die man vornimmt. Man sieht also, in relativ kurzer Zeit ist die Anlage schweißbereit, und ich habe jetzt also eben von dem System vorher Aluminium Wechselstrom schweißen, hier auf Plasma Pulver schweißen umgestaltet. Man sieht hier oben auch den Pulververderer. In dem Pulververderer, in dem Behälter, hier ist der Vorrat vom Pulver. Das Pulver rieselt hier in diesen Vorratsbehälter, und das Rad, wenn es dann dreht, fördert aus diesem Pulverreservoir in den Schlauch, und über den Schlauch wird das Pulver direkt in den Brenner zugeführt. Ja, das war soweit die Grundeinstellung in Betriebnahme des Gerätes. Wir haben also den Pilotlichtbogen, der brennt die ganze Zeit, und sobald ich jetzt mit dem Pilotlichtbogen auf mein Werkstück gehe und die Brennertaste betätige, wird der Hauptstrom überlagert, transferiert auf das Werkstück, und dementsprechend beginnt dann auch automatisch das Pulver. So, Schweißhelm.
Man sieht, der Vorgang beim Plasma-Pulverschweißen ist, dass man über die Oberfläche oszilliert, nicht zu lange am Ort stehen bleibt, damit bekommt man relativ geringe Aufmischung. Und wenn man jetzt gleichmäßig über die Oberfläche geht, bekommt man auch gleichmäßige Ausbildung der Naht. In dem Fall habe ich mit einer Kobaltbasislegierung gearbeitet, die üblicherweise nicht einfach zu verarbeiten ist, im Pulverbereich jedoch sehr vorteilhaft, gibt gleichmäßige Ergebnisse. Ich habe hier circa Auftragshöhe einlagig von 3 mm und damit kann man zum Beispiel Ventile, Ventilsitze einwandfrei beschichten. Wir sind jetzt auf der Rückseite des Gerätes und hier hinten ist neben dem Typenschild, wo man also entsprechend herausfinden kann, um welche Anlage es sich handelt, auch die Seriennummer der Anlage vermerkt ist, haben wir natürlich das Hauptstromkabel, das entsprechend in die Anlage reinführt, dann die Anschlüsse für die jeweiligen Gase, wobei hier mit Schnellverschlüssen gearbeitet wird. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, mit O-Ring-Dichtungen hier einen dichten Anschluss der jeweiligen Gase vorzunehmen. Ich kann also mit dieser Anlage zum Beispiel mit 4 verschiedenen Gasen arbeiten. Wir haben jetzt hier der Einfachheit halber zum Beispiel mit Y-Verteilern gearbeitet, dass wir also mehrere Gase aus der gleichen Flasche, hier Druckflasche, hier bedienen. Hier hinten ist dann auch noch der Anschluss für Fernregler, wo man also entsprechend dann Handfernregler, Fußfernregler oder diverse Automatisierungsschnittstellen mit der Anlage verbinden kann. Hauptschalter auch mit dem Hinweis, dass wir mit Hochfrequenz arbeiten, also dementsprechend vom Arbeitsschutz zu entscheiden ist und auch eben Schnittstellenmöglichkeiten, die wir dann zusätzlich nutzen können für Automatisierungen, wenn es also in dem Bereich Robotik geht oder Teilautomatisierung. So, das war jetzt einmal der erste Einstieg. Ich hoffe, ich konnte zeigen, dass das sehr einfach zum Einstellen ist und auch das Arbeiten eine sehr anwenderfreundliche Methode ist. Und wünsche Ihnen viel Freude beim Selbstausprobieren und darf mich damit auch fürs erste Mal verabschieden. Wiedersehen.